So Leute, 16 Uhr, da sind wir beim bedingungslosen Nachmittag. Herzlich willkommen. Wir haben hier heute kein Publikum, aber ist egal, wir machen trotzdem eine gute Sendung. Ihr könnt uns ja, oder wir haben eine Person Publikum, Entschuldigung. Wir haben jemanden im Publikum sitzen, entschuldige bitte. So war das nicht gemeint. Wir haben Klaus an der Kamera, den Film könnt ihr euch ab Dienstag in seinem Kanal anschauen und wir haben Klaus von Rock Radio an der Technik und ihr könnt auch in den Chat gehen, so ihr unserem Gast eine Frage stellen wollt. Der Chat ist geschaltet. Und wir haben heute Dr. Carola Meusers, Kunsthistorikerin, und sie erzählt uns von einem komischen Vorfall, den ich bis heute nicht verstanden habe, aber da wird sie uns einiges zu erzählen. Es geht heute ums Thema Meinungs- und Kunstfreiheit und da scheint im Moment einiges zum Argen zu liegen. Und Carola hat sich Musik gewünscht. Wenn Klaus sowas ist, würde ich sagen, spielen wir eine von ihren Musikstücken und dann gehen wir in die Sendung. So, da sind wir wieder. Dr. Carola Meusers ist heute bei uns zu Gast. Sie ist Kunsthistorikerin und ich würde sagen, stell dich doch einfach mal selbst vor. Ja, hallo. Wie du sagst, ich bin studierte Kunsthistorikerin. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe zwei Leben. Das erste Leben als Erwachsene an der Uni und das zweite Leben im Rahmen einer Agentur für kreative Unternehmen. Da habe ich mich selbstständig gemacht. Ja, und dann kam das dritte Leben 2020 in der Corona-Zeit. Bis dahin war ich sehr erfolgreich mit meiner Agentur, mit Beratungen, Ausstellungen, Projekten. Und 2020 in der Corona-Zeit war Schluss, im März, wegen dem Kundenkontakt, den man nicht mehr einhalten durfte. Und da ich analog arbeite, lag ich komplett am Boden sofort. Und dann war für mich klar, hier stimmt was nicht im Lande und bin dann zur Kunstaktivistin geworden. Habe 2020 bis 2021 wöchentlich eine Mahnwache gemacht, weil ich sofort gemerkt habe, gerade mit Kunst und Kultur geht es den Bach runter. Die Mahnwache habe ich öffentlich angemeldet, erst an der Akademie der Künste, dann am Potsdamer Platz. Habe Künstler eingeladen und zwischendurch waren wir die einzige öffentliche Bühne am Potsdamer Platz. Es wurde dort gelesen, getanzt, sogar Kunst gezeigt während der Mahnwache. Die war immer mehrere Stunden. Die Polizei hatte sich dann auch irgendwann an mich gewöhnt, nachdem sie bemerkt hat, dass sie mich nicht vertreiben konnte. Die waren sogar ganz froh, weil das alles in Ordnung war. Uns geht es ja um die Kunst und die Freiheit der Kunst und dass wir einfach weitermachen können wie bisher unter Regeln, die ganz normal sind. Also wenn jemand krank ist, kommt er natürlich nicht. Wenn er gesund ist, kommt er und macht seine Kunst. Ja, das ist ganz kurz. Vielleicht, ich habe noch einen Verlag, bin auf Telegram aktiv, habe eine Bürgerbewegung gegründet, aber vielleicht kommt das im Laufe des Gesprächs dann nochmal mehr genau. Im Detail zur Sprache. Ich würde jetzt erstmal allgemein zum Kunstbetrieb ein paar Fragen stellen. Habe ich nicht so viel Ahnung im Moment. Also der bildende Kunstbetrieb, das ist ja dein Fach. Wie ist der finanziert? Wie sind die Leute abgesichert? Ja, kannst du vielleicht da mal ein paar Worte zu sagen? Ja, bildende Kunst ist ein Teil von meinem Tätigkeitsfeld, aber ich begleite eben auch Literaten, Theaterleute, querbeet, Techniker mit besonderen Projekten, also mit Patenten und so weiter. Aber die bildende Kunst, da komme ich ja auch her, da habe ich einen besonderen Fokus drauf. Die Finanzierung läuft sehr viel über öffentliche Gelder, also ein Zehntel der bildenden Künstler konnten vor der Corona-Krise sich finanzieren. Über ihre Kunst. Das heißt aber auch im Minimum, also jetzt nicht luxuriös. Das ist mit Sicherheit massiv zurückgegangen. Von den Zahlen her, wir hatten vor Corona 51.000 bildende Künstler. Ich hatte die ganzen Zahlen ermittelt, habe die dort auch immer präsentiert und aufgehängt, habe auch die Plakate hier, vielleicht kann ich die noch mal zeigen. Kannst du gerne, nimmt Klaus gerne auf. Ja, gut, dann mache ich das gerne mal. Also ich habe hier einfach meine Dokumente mal mitgebracht. Das sind diese Plakate, die ich aufgehängt habe, ganz praktisch, klein und handlich, dass man die auch in unterschiedlicher Weise auf den Demos zeigen kann. Und hier sieht man,
Das war aber 2020. Also Kunst 51.000, Design 21.000, Foto 42.000, Schauspiel und Tanz 33.000. Ist das Berlin bundesweit, oder bundesweit? Bundesweit. Und jetzt kann man davon ausgehen, zumindest in der bildenden Kunst ist da ein Drittel weg. Ich habe gerade noch mal ausgerechnet, es sind dann ungefähr 35.000, die noch überbleiben. Was heißt denn weg? Wo sind die Leute? In Hartz IV abgewandert, in andere Jobs, weil sie gemerkt haben, sie können nicht mehr ausstellen. Ihnen wird alles genommen. Sie haben aber auch nicht gekämpft, muss ich sagen. Ich bin auch sehr, sehr enttäuscht von der Künstlerschaft. Und wenn ich enttäuscht bin, dann will das was heißen, weil ich habe 8 Monate auf der Straße gekämpft für die Künstler und war dann völlig entsetzt, was da in der Corona-Zeit passierte. Die Künstler haben zugelassen, dass 28.000 Milliarden Euro im Kunstbetrieb einfach gekappt werden. Das waren die Verluste in den Corona-Jahren pro Jahr, nur im Kunst- und Kulturbereich. Das haben die Künstler hingenommen. Die haben hingenommen, dass sie nicht mehr ausstellen können. Sie haben hingenommen, dass ihre Förderungen auch zum Teil nicht mehr funktioniert haben. Es wurde alles hingenommen bis hin zu den bösen, bösen Peaks. Aber darf ich noch mal fragen, haben die Künstlerinnen und Künstler denn keine, es wurden ja Entschädigungen im Kunstbereich ausgezahlt für Leute, die nicht mehr arbeiten können. Ist da irgendwas angekommen oder? Also von Entschädigungen weiß ich nichts. Man konnte Soforthilfe beantragen. Ja, sofort, genau. So ist es sofort. Das ist keine Entschädigung, sondern Soforthilfe. Ja, meine ich. Bundesweit musste man die sogar teilweise zurückzahlen. Und da die Künstler schon im Vorfeld, also vor 2020, viele schon in nebenberuflichen anderen Bereichen tätig waren, galt die Soforthilfe oft nicht. Also ich kenne viele, viele Künstler, die das zurückzahlen mussten, aber auch klaglos. Die hätten auf meiner Mahnwache alle mit Plakaten und mit Schimpfen und sonst wie an mein Mikro kommen können. Ich hatte komplette Technik dort. Also ganz wenige sehr, sehr mutige Künstler, da möchte ich die Angelika Gigauri nennen, die in der Corona-Zeit auch Corona-kritische Themen bearbeitet hat und die ausgestellt hat. Sie wurde zensiert. Und was hat sie gemacht? Sie hat einfach ihre Motive an einen Schirm geklemmt und ist mit diesem Schirm auf der Straße rumgelaufen, auf Demos und hat dann ihre eigene kleine Schirmausstellung gemacht. Das fand ich total toll. Und Angelika hat auch heute im Rudolf-Steiner-Haus eine Eröffnung. Da kann ich auch nur empfehlen, hinzugehen. Da macht sie ihre Ausstellung. Die läuft, glaube ich, auch 14 Tage. Ja. Okay. Aber es ist eine der wenigen, ne? Kannst du dir erklären, warum das so war? Warum die Leute, wenn du sagst, sie haben noch nicht mal Soforthilfe bekommen, warum die Leute sich das haben so, ja, warum? Ich habe es ganz lange nicht begriffen. Ich war auch lange Zeit sehr, sehr traurig darüber und habe gegrübelt. Und ich bin dahin gekommen, dass die Kunstszene vorher schon kaputt war. Und die hat jetzt nochmal so richtig einen drüber bekommen. Und es wurde dann auch sichtbar, was mit der Kunstszene los ist. Dass man sich anpasst, dass man irgendwie denkt, wenn man die Klappe hält, dann kann man doch noch ausstellen oder verkaufen. Weiß der Teufel was, was alles gar nicht geht. Also das ist ganz klar. Anpassung schafft kein Künstlertum und auch schafft keine großen Künstler. Also das heißt, die Leute haben gedacht, es ist nötig, opportun zu sein, damit Geld fließt. Ja, irgendwie schwirrt das so in der Kunstszene herum, dass man dieses und jenes Jahr nicht sagt, weil man dann den und den Galeristen, den man sowieso nicht hat, dann vielleicht nicht bekommt. Oder dort und dort, wo man sowieso nicht ausstellen kann oder ausstellt, dort auch nicht ausstellen kann und die Förderung, die man sehr wahrscheinlich auch nicht kriegt, weil so viele Bewerber sind, die auch nicht bekommen. Also es ist ein Duckmäusertum ohne Ende. Ich bin wirklich schwer enttäuscht und ich habe immer gekämpft für die Künstler. Also es war wirklich 2020 bis 2021 ging es bei mir noch und dann war wirklich bei mir der Ofen aus. Und ich beobachte auch, wie diese Kunstszene immer weiter runterkommt. Darf ich noch sagen, wie die Farbpalette heute aussieht, heutzutage, einem richtig ordentlichen Künstler? Du kannst bei uns alles sagen. Also gelb-blau für die ukrainische Flagge und weiß-blau für die israelische Flagge. Und Klebstoff auch noch. Wenn jemand vollkommen irre ist, klebt er sich auch noch auf der Straße fest, damit er den richtigen Galeristen findet. Okay, Israel, da habe ich eher gehört, aber das wollen wir heute nicht vertiefen, dass in der Kunstszene
die Flagge eher die palästinensische ist, da regen sich ja im Moment all drüber auf. Aber gut, das lassen wir heute mal völlig. Das wäre ja noch eine andere Farbpalette, das finde ich ja wunderbar. Das wäre noch ein bisschen mehr Farben. Das lassen wir heute mal, also den Konflikt lassen wir heute mal aus der Sendung raus. Und kommen einfach wieder zur Kunstszene. Und also ich finde, Flaggen haben auch eigentlich nur im ganz, ganz kritischen Sinne was zu suchen in Kunstwerken. Aber ich sehe das gehäuft. Ich sehe auch die Klimakrise, die jetzt auch verordnet wird als Kunstthema. Also es ist wirklich eine Katastrophe, wie man sich da anpasst, um irgendwo dazu zu gehören. Also man passt sich dem allgemeinen, ja, wie gesagt, man passt sich dem Allgemeinen an, damit die Gelder fließen. Habe ich das richtig verstanden in der Kunstszene? Die Gelder fließen, die sowieso nicht fließen, weil die fließen sogar eher, wenn man rebellisch ist, wenn man irgendwie sein Profil zeigt, wenn man ein starker Künstler ist, wenn man widerspricht. Und es ist immer noch so, dass das beeindruckt und dass das wichtig ist. Und aber warum machen die Leute es dann nicht? Weil die doof sind. Ja, okay. Die Künstlerschaft ist verblödet und doof, sorry. Also es tut mir wirklich leid, es tut mir auch im Herzen weh, sowas sagen zu müssen. Aber wenn ich sowas sage, dann ist es ganz, ganz, ganz ernst. Okay, gut. Also von mir aus können wir das erstmal so stehen lassen, verdauen und eine Musik machen und gleich ins Spezielle kommen. Und zwar, was dir passiert ist, dass du uns das vielleicht gleich mal irgendwie erzählst. So, ja, wir kommen noch mal ganz schnell, bevor wir ins Thema kommen, zur Musik. Carola Meusers ist heute bei uns und sie hat sich die Musik gewünscht und sie sagt noch mal ganz schnell, warum sie sich das erste Stück, was wir gespielt haben, und dieses Stück überhaupt gewünscht hat. Ja, das erste Stück aus Solo Sunny habe ich mit 19 gehört, da habe ich diesen Film gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Irgendwie ZDF, ich bin ja Wessi, ZDF hatte DDR-Filme gezeigt. Ich habe überhaupt nicht gerafft, dass es DDR ist damals. Ich fand das nur total cool und fand auch diese Person, die ist ja gespielt von der Renate einer ganz tollen DDR-Schauspielerin, deren Nachnamen mir jetzt gerade nicht einfällt, blöderweise, also die verehre ich eigentlich sehr. Und dieser Frauentyp war für mich neu und den fand ich sehr cool. Also eine Frau, die sich so emanzipiert, die auch in einer Band singt und dann da rausfliegt und Selbstmordversuch macht und sich dann wieder aufrappelt. Und dieser Song, da, Solo Sunny, den fand ich immer schön. Also seitdem ich 19 bin, fand ich den schön und finde den jetzt auch noch schön. Sehr berührend, obwohl sie den gar nicht gesungen hat. Ne? Den singt ja eine andere Stimme. Und das letzte Stück? Ja, das ist von Massive Attack, Wandering. Muss ich wohl gar nicht viel zu sagen, habe ich jetzt gerade erst entdeckt. Ich wundere mich, heißt der Song. Und das ist so, also das spricht mir so aus dem Innern heraus. Ich wundere mich auch nur und dieser Song ist aber auch gleichzeitig so liebevoll und so heilend. Auch dieser Text und ich höre das ganz oft, man kann das auch ganz toll tanzen, also so ein bisschen so zur Erholung und so einen Heiltanz machen, wenn man möchte. Ja, den habe ich deswegen auch mitgebracht, weil hier geht es ja auch um Heilung. Okay, genau, wir wollen heute ein bisschen konstruktiv sein und aber trotzdem frage ich dich, was ist passiert? Ich kann das kurz für die Leute erzählen, die es nicht mitgekriegt haben. Im Sommer ging also durch die Presse, dass du eine Aktion gestartet hast, die nicht genehm war und dass du aus einem Künstlerinnenverein rausgeflogen bist. Vielleicht kannst du uns allen mal kurz erzählen, weil ich habe das zwar gelesen im Sommer, ich habe aber nicht verstanden, warum und weshalb. Einfach mal, ja, was war da los? Ja, ich will das gar nicht so weit ausbreiten, weil mir geht es eigentlich mehr um die Freiheit der Kunst und auch darum, wenn solche Dinge vorfallen, dass man ja das irgendwie heilt oder irgendwie durchdringt und dann für sich auch in eine heilende Situation und eine eigene heilende Position ergreift und bringt. Nur Folgendes, es ging um die Ausschreibung eines Wettbewerbs im Rahmen eines Künstlerinnenvereins und um einen Vortrag, den ich im Anschluss und aus Friedensgründen gehalten habe. Und das Thema war die Vulva. Und zwar eine Spendenbox in Form einer Vulva. Es ging gar nicht darum, eine Vulva von irgendjemandem abzubilden oder irgendjemanden da persönlich anzugreifen, sondern die Vulva-Form aufzugreifen, künstlerisch umzusetzen. Diese Ausschreibung hat
bei 15, maximal 15 Personen Erzürnung hervorgerufen. Das war Grund genug, da einen Riesenskandal draus zu machen. Darf ich fragen, warum? Ja. Warum, weiß ich nicht. Also es waren 15 Damen älteren Semesters, muss ich dazu sagen. Also keine jungen Frauen, die sind das ja viel mehr gewöhnt mit Bleeding Art und diesen ganzen Kunstrichtungen, die jetzt auftauchen. Ich weiß es nicht. Ich möchte auch niemanden angreifen. Auf jeden Fall gab es da eine Riesenentzündung, das wär geschmacklos und so weiter und so weiter. Ich hatte die Idee gar nicht, ich habe die nur mitgetragen. Und um das Ganze zu befrieden, hatte ich dann die tolle Idee, einen kunsthistorisch versierten Vortrag anzubieten über die Darstellung der Vulva in der Kunst seit der Renaissance unter besonderer Berücksichtigung der Künstlerin. Und das ging dann komplett nach hinten los. Ja, das ging dann komplett nach hinten los und zwar mit vielen, vielen Schleifen dann danach. Also mein Co-Referent, weil er ein Mann war, wurde hinausgeworfen, obwohl er ein ganz versierter Kunstsammler, Gynäkologe und auch Mitglied dieses Vereins war. Und ich bin dann aus Solidarität gegangen. Ich war im Vorstand ein wichtiges Mitglied, bin dann auch zurückgetreten, weil ich dachte, für so einen Verein kann ich nicht mehr arbeiten. Hab dann aus Zorn und auch um das Ganze zu heilen, selber eine Spendenbox in Vulva-Form gebaut, gebastelt, weil ich ein bisschen eine künstlerische Ader habe und möchte jetzt mal ganz kurz vorführen, worüber sich die Damen erzürnen. Hier ist diese Box, haben mir viele gesagt, die ist eigentlich ganz süß und hier kann man auf- und zumachen, so. Ich zeige dir auch nochmal, wenn die geöffnet ist. Soll ich irgendwas festhalten, Carola? Oder? Ich glaube, es geht, ne? So. Und erzürnt wurde sich über diesen Vorgang. Warum? Dass man Geld in eine Spendenbox steckt oder hineinarbeitet, die Form einer Vulva hat. Okay. Das ist alles. Und was war die Begründung? Also ich meine, ich frage jetzt deshalb, weil wir ja nun seit, ich weiß nicht wie viel, gefühlt 100 Jahren in der Kunst Phallus-Symbole haben oder eben auch Frauenkörper, die erniedrigend dargestellt werden oder als Objekt dargestellt werden. Und da scheint sich ja irgendwie nicht viel Aufregung zu regen. Da frage ich deshalb, warum? Tja, warum gab es nicht? Das war diese Antwort. Also sind es darf kein Geld in eine Box gesteckt werden, die in künstlerischer Weise die Vulva-Form aufgreift. Okay, also das war jetzt der ganze Aufreger. Und ja. Das hat man nicht klären können. Ich habe es probiert. Ich habe es auch mit einem kunsthistorischen versierten Vortrag. Ich bin ja promovierte Kunsthistorikerin und fast habilitiert und wäre auch fast Professorin geworden. Gott sei Dank bin ich es nicht geworden, aber ich war auf dem besten Weg dahin. Mein Schwerpunkt sind bildende Künstlerinnen, aber ich kenne mich auch in anderen Bereichen gut aus. Und im Rahmen dieses Vortrags habe ich dann auch nochmal probiert, dieses Thema, also die Künstlerin dahin zu wecken, zu sagen, dieses Thema durchzieht die Kunst wie ein roter oder wie ein goldener Faden. Der war immer Thema und man kann aus diesem Vulva-Motiv so viel machen. Das hat gar nichts mehr mit der Vulva zu tun. Die Künstlerinnen kennen diese Künstler nicht. Die haben ja auch gesagt, sie wollen das nicht hören und sie können sich das selber aus Büchern raussuchen und sie wissen das schon alles und so weiter. Also die Argumente waren irgendwie unter aller Kanone, sodass ich dann auch gesagt habe, also für solche Personen, die den kunsthistorischen Bereich auch so mit Füßen treten, für die kann ich nicht mehr arbeiten. Und ich möchte mal ganz kurz was zeigen, das ist Teil meines Vortrags. Ich habe einen großen Dia-Vortrag auch vor, oder also nicht mehr Dia-Vortrag, PowerPoint-Vortrag vorbereitet, den ich auch überall halte. Also man kann mich auch buchen gegen Spenden. Und das ist, kann man das sehen, das ist Tizian, die Danae, ein ganz führendes Motiv in der Renaissance. Die Danae, die auf dem Bette liegt und von Zeus in Form eines goldenen Regens besucht wird. Sie ist inhaftiert. Und wenn man sieht, das Gold sind Goldmünzen, und im Hintergrund ist ihr Diener, der das Gold aufsammelt. Also dieses Bezahlen für Schönheit, Erotik.
Und auch das Geld, was in den Schoß fällt, ist spätestens in der Renaissance Thema geworden, eigentlich schon vorher, aber hier habe ich ein wunderbaren Beleg dafür. Und wenn man das nicht kennt, also es tut mir wirklich leid, also dem kann ich nicht helfen. Der sollte dann auch einfach nochmal Kunstgeschichte studieren oder sich ein ordentliches Kunstgeschichtsbuch besorgen und da schmökern, bevor er oder sie etwas sagt. Aber hast du das, war danach die Diskussion trotzdem, war trotzdem irgendwie aus? Das war also nichts, was dem Ganzen vielleicht noch, dass das Ganze vielleicht noch gerettet hat? Nein, im Gegenteil, es kam gar nicht zu einer Diskussion. Es wurde halt gesagt, wir wissen das alle, wir wollen das auch nicht hören. Und der Gipfel war halt, dass ich einen Herrn gebeten habe, der über den Bereich Antike bis Gotik referiert hat. Da habe ich ja auch noch schönes Material mitgebracht. Sehr versiert, überhaupt nicht, wie soll ich sagen, also überhaupt nicht Grund für Zensur. Und dieser Herr wurde gestoppt und auch furchtbar angegriffen. Ich muss hier ein bisschen suchen. Ich habe sein Material hier. Und er wurde der Galerie verwiesen. Er hat sich natürlich gewehrt gegen die Angriffe, ist ja klar, würde ich auch machen. Und dann wurde er aus der Galerie hinausgeworfen. Und zwar wegen dieser Sache. Halten wir in die Kamera, könnt ihr euch nachher im Film angucken. Okay. Das ist das Material, was er gezeigt hat, also um zu beweisen, dass seit der Antike die Vulva immer eine Rolle gespielt hatte, auch in Form von Geld, also von Muschelgeld zum Beispiel. Okay, gut, jetzt bin ich so im Bilde und finde das nach wie vor irgendwie unverständlich, dass sich darüber so ein riesiger Streit und so ein Skandal, der dann in Berlin durch die Presse geht, dass das darauf wächst. Und das habe ich schon im Einladungstext geschrieben, da frage ich mich, ist das irgendwie im Rahmen der Momente, oder ich andersrum, ich habe seit einiger Zeit das Gefühl, irgendwie es ist vorbei mit Diskussionen, wenn man verschiedener Meinung ist oder wie auch immer, man kann sich ja auch mal streiten oder so, aber ist es damit vorbei, auch im Kunstbetrieb, sind die Leute nicht mehr in der Lage, irgendwie konstruktiv zu streiten, ist das vorbei? Und da hast du uns für heute ein bisschen Material mitgebracht und wirst dazu was sagen, wie ich das verstanden habe. Na, ich habe es natürlich noch nicht erforscht und belegt statistisch, aber ich würde mal sagen, es ist. Ich sage ja auch, ich habe das Gefühl. Ja. Ich habe das Gefühl. Also ich sage einfach mal, es ist vorbei und es geht wirklich auch so weit, dass es Köpfe erreicht, von denen man sich eigentlich erhofft hat, dass sie ein bisschen nachdenken können, reflektieren, gerade was in der Kunst wichtig ist. Die Kunst kann das aussprechen, was man verbal, wo man verbal viel mehr Angriffe bekommt und auch Diskussionen auslöst und auch erzürnt und verletzt. Und die Kunst, die eröffnet immer einen Reflexionsraum. Und das ist verloren gegangen und leider eben auch in diesem Künstlerinnenverein, obwohl dort ist das mit Sicherheit schon ein bisschen länger verloren, weil das Niveau ist da auch wünschenswert. Also es kann auf jeden Fall noch verbessert werden. Also professionell ist das nicht, denn ein bildender Künstler und vor allen Dingen auch eine bildende Künstlerin und die Klugen haben das immer gemacht, wissen um Lust und Erotik und um den Ursprung des Lebens, was die Vulva ist. Die Vulva ist ja hier der gesamte untere Körperbereich, medizinisch ist das nachgewiesen. Und diejenigen, die das wissen, die stellen das auch da oder thematisieren das, ohne irgendwie unter der Gürtellinie zu sein, ja? Aber Meinungsfreiheit, also da gibst du mir recht, dass man das Gefühl hat, es geht überhaupt nichts mehr. Also man muss einer Meinung sein oder es rollen Köpfe. Die Meinungsfreiheit ist auf jeden Fall der Zensur unterworfen. Ich war eben auch entsetzt über diesen Fall, den ich da erlebt habe. Das ist kein Einzelfall. Also es wird ordentlich zensiert. Das hat ja auch die Angelika Gigauri, die ich genannt habe, und auch andere Künstler haben das erlebt. Ich meine, die Zensur schwirrt durch die bildende Kunst seit der Renaissance, seit noch viel, viel eher. Es sind immer die führenden Köpfe gewesen, die Politiker, früher die Könige, die Päpste, die vorgeschrieben haben, was man an Kunst darstellen kann und was nicht. Es wurde immer munter zensiert.
aber eben heute auch und heute wieder ganz extrem. Aber und heute ja offenbar auch vor den Künstlerinnen und Künstlern selbst, wie ich das verstanden habe. Und das war ja damals nicht der Fall, oder? Ja, also es war so, dass früher die Kunst, Auftragskunst war schwerpunktmäßig. Also man musste eben den großen Herrscher gewinnen oder den Hof dieses Herrschers gewinnen und wurde dort dann beauftragt. Also musste man sich anpassen, beziehungsweise die Künstler haben es eigentlich ganz geschickt gemacht. Das sieht man gerade in der Kunst der Renaissance und auch der Neuzeit. Die haben immer irgendwas Freches eingearbeitet in ihre Kunst. Also irgendwie so im Hintergrund macht da jemand was, was nicht erlaubt ist. Also die haben im Prinzip ihre eigene Meinung dort immer eingearbeitet. Dafür sind die Künstler aber heutzutage zu blöd. Die sind ja so blöd, dass sie sich selber zensieren, obwohl sie es gar nicht machen müssten. Aber warum wirklich machen sie es dann? Ja, die sind blöd. Ja gut, aber frag mich nicht, die sind blöd. Ja. Okay, das ist ja so. Aber für mich, sorry. Es ist natürlich keine zufriedenstellende Antwort, Sie sind blöd. Mich würde halt interessieren, warum. Weil wenn du sagst, das Geld fließt eher, wenn sie irgendwie was Ausgefallenes oder was Mutiges oder wie auch immer man das nennen möchte machen, dann schneiden sie sich ja sogar noch ins eigene Fleisch mit ihrer Angepasstheit. Also das ist meine Sichtweise. Ich ermutige auch immer dazu, weiterhin gerade jetzt in der heutigen Zeit mutig zu sein, weil man dort eben dann auch eine Einzelrolle spielt. Es ist ja mittlerweile so, die Kunst liegt am Boden und man kann nur noch einzelne Persönlichkeiten fördern und unterstützen und sagen, Mensch, komm, mach. Oder wo man sieht, da regt sich was bei der Person, die macht eine tolle Performance oder bildet was Tolles ab, macht einen tollen Film, tolle Fotos, tolle Texte. Das muss man unterstützen und fördern. Also es geht wirklich um das Individuum und das ist etwas, wo ich auch meine Kraft weiterhin reingeben werde. Der Rest ist einfach so, dass er dem hinterherläuft, aber wirklich zu doof und zu angepasst und zu, da ist irgendwas mit der Fantasie passiert, ich weiß es nicht. Und das ist gar nicht durch Corona passiert, das ist vorher schon passiert, vielleicht sogar durch die Computerisierung, weil der Computer ja ganz viele Aufgaben übernommen hat und gerade in der Kunst, das sehe ich auch sehr kritisch, diese KI, die jetzt da auch ganze Bilder machen und die für Millionen verscherbelt werden. Also es ist alles ein Fußtritt in den Arsch von den Künstlern und die lassen sich noch treten. Okay, gut. Also wie gesagt, ich sitze hier staunend nach wie vor, weil es ist ja sozusagen immer die letzte Hoffnung gewesen, dass man gesagt hat, wenn es in allen anderen Lebensbereichen Zensur gibt und Vorschriften gibt, dann haben wir immer noch die Kunst. Es war ja zum Beispiel, soviel ich weiß, ich bin nun Westlerin, aber im Osten hat man ja immer gesagt, haben zum Beispiel die Schriftsteller haben dann irgendwelche Kritik in Science Fiction verpackt, weil sie einfach gesagt haben, da kann man es gut verpacken, weil da kann einem keiner was, weil das ist ja rein Fantasy. Also sie konnten es in normaler Alltagsliteratur nicht, also haben sie Science Fiction geschrieben. Das ist ja auch sehr geschickt und in russische Science Fiction übrigens auch, ne? Also gerade aus Ostdeutschland, auch aus Osteuropa. Und da kann man sehen, wie Zensur dann aber auch im Einzelnen dann irgendwie so diese da auch Fantasy fördert, ne? Irgendwie, dass die Leute dann auch tatsächlich irgendwie sich überlegen, ja, wie mache ich es denn dann? Das ist ja eigentlich ganz toll, ne? Und dann muss man sowas hören in einer Gesellschaft, die im Grunde ja alles dürfte. Die fängt dann an, sich selbst zu zensieren. Es ist ein Wahnsinn, weil man muss ja sagen, in Europa, wenn ich jetzt von Meinungsfreiheit rede, du wirst ja hier nicht wie in einigen Ländern verhaftet oder in Kerker geschmissen, wenn du irgendwie deine Meinung sagst. Das muss man ja einfach mal sagen. Wir haben ja offiziell, kannst du hier ja so ziemlich alles sagen, aber die Leute tun es nicht mehr. Das ist ein Wahnsinn, ne? Es ist auch eine gewisse Art von Trägheit. Also Hannah Arendt hat ja zum zivilen Ungehorsam aufgerufen und gerade der zivile Ungehorsam verlangt Kreativität. Und da denke ich halt, Künstler müssten kreativ sein und denen müsste ganz, ganz viel einfallen, um diesen zivilen Ungehorsam zu kultivieren und da auf ganz tolle Ideen zu kommen. Also Vorbilder gibt es genug, Gott sei Dank gibt es die Museen. Geht da rein, guckt euch die Bilder an, da ist immer irgendein kleiner Bösewicht oder irgendeiner, der was anderes macht. Also auch in Auftragsgemälden, in Porträts und so weiter, guckt mal genau hin, da ist ordentlich was los.
Und ja, es gibt ja Gott sei Dank einzelne Künstler. Ich möchte noch kurz auf den Joseph Beuys eingehen. Der ist ja ein großes Vorbild von mir. Der hat zum Beispiel absolut zivilen Ungehorsam betrieben. Der hat ja in seinen Aktionen alles gemacht, was er durfte, was er nicht durfte. Er hat in Neukölln einen Platz gefegt, er hat Kassel aufgeforstet, er hat Fett in in Raumecken von Museen geschmiert, hat unglaubliche Objekte überall ausgestellt, einen Filzanzug platziert, ich glaube, den hat er sogar auch angezogen, seine Bushaltestelle nachgebaut, an der er als Kind stand. Also ganz irre Sachen. Ich habe ihn gerade auch in München, ich war gerade in München, übrigens noch angepasster als Berlin, habe dort im Lehnbachhaus, dort gibt es einen großen Werkblock von ihm, habe mir die Sachen dort angeguckt und war weiterhin begeistert. Und Joseph Beuys wollte ja Kunst und Politik oder hat Kunst und Politik verbunden. Und er wollte die direkte Demokratie, und da schlägt mein Herz natürlich absolut hoch, das möchte ich auch. Er wollte die Volksabstimmung und hat einfach, was hat er gemacht? Er hat ein Büro eröffnet in Düsseldorf. Die Leute konnten dorthin gehen, er hat mit denen geredet. Dieses Büro hat er 1972 auf die Documenta 5 transferiert, hat es dort aufgebaut, hat 100 Tage mit allen Leuten geredet, die das wollten. Ununterbrochen war auch eine Labertasche, naja, so ähnlich wie ich, wir kommen beide vom Niederrhein. Aber das finde ich, das ist Kunst. Das ist Kunst im höchsten Sinne. Also ein fantastischer Typ, der leider viel zu früh gestorben ist, weil er so viel gearbeitet hat mit seiner Kunst und in seinem Kunstbereich. Er ist sehr angegriffen worden. Und Zensur, Stichwort Zensur. Darf ich fragen, wofür kannst du das vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wofür er angegriffen worden ist? Ja, das wollte ich gerade sagen. Er hat die Grünen mitgegründet. 1979 war er im Europaparlament für die Grünen. Die haben auch seine Ideen der Basisdemokratie freudigst übernommen, weil er seit 1972 damit zugange war. Er hat die Grünen mitgegründet, war im Europaparlament und wollte 1983 auch wieder kandidieren. Und da haben sie ihn so richtig abgesäbelt, weil sie sein freiheitliches Denken, seine Basisdemokratie und seine Herangehensweise, er hat auch Kunstaktionen gemacht mit Petra Kelly, ganz tolle Sachen, weil man das nicht wollte. Und das ist Zensur von dieser olivgrünen Partei, die damals schon diese Farbe hatte, vom Feinsten. Okay. Gut. Wann ist Beuys gestorben? Vielleicht noch mal kurz. Leider 1986. Okay. Also wirklich nicht alt, irgendwie so Mitte, Ende 60. Also es haben ja, ich weiß es zum Beispiel von meiner Tante, die hat auch bei Beuys studiert, in Klin, eher am Niederrhein. Und also es haben ja viele, eine ganze Generation, die ist nun auch weit über 60, die geht auf die, ich glaube, die ist weit über 70 jetzt mittlerweile. Es haben ja Generationen von Künstlern bei ihm studiert. Das ist aber nicht irgendwie, hat sich nicht irgendwie oft ausgewirkt, sagst du? Das war so der letzte, ich habe dich jetzt so verstanden, das war so der letzte Revoluzer oder Revolutionär? Oder? Nein, das war ein großer Revolutionär, an dessen Beispiel man folgen sollte. Aber der letzte, sagst du danach, nein, ist keine Generation mehr nachgekommen? Nein, also er hat ja ganz große Schüler auch herangezogen, und wer jetzt weiterhin aktiv ist, ist der Johannes Stüttgen. Den kann ich auch nur empfehlen, der ist ja unterwegs, das müsstest du eigentlich wissen, zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen, was ich ja nicht befürworte, seitdem es den digitalen Euro, seitdem es die Idee des digitalen Euros gibt, ansonsten finde ich die Idee sehr gut. Und da ist er sehr stark unterwegs mit seiner Truppe Omnibus für direkte Demokratie. Die kennen wir, für direkte Demokratie. Und der Johannes Stüttgen ist in der Tradition von Beuys, hält er Vorträge und macht auch solche verrückten Zeichnungen, so wie Joseph Beuys auf Schiefertafeln, und erzählt da was. Und es ist eigentlich so bei diesen Vorträgen, die sind immer ein bisschen verrückt, aber es ist immer so, und deswegen kann ich das nur empfehlen, mal so einen Vortrag zu besuchen. Man fühlt sich danach so richtig toll, weil das Individuum angesprochen wird, die Kreativität und irgendwas. Also dort sind irgendwelche Vorgänge zugange bei diesen Vorträgen. Das ist wunderbar. Okay, gut, aber danach, sagst du, kam kein, der ist ja auch schon älter, also das ist ja jetzt kein junger Mann mehr.
Ich spreche jetzt mal so von den Frauen, so die heute, sagen wir mal, zwischen 30 und 50 sind oder auch Männer. Ist da irgendwie noch was nachgekommen oder sagst du, das ist alles angepasst mittlerweile? Also da gibt es bestimmt einzelne Personen, mir fällt jetzt so schnell keiner ein. Da müsste man jetzt nochmal ins Detail gehen. Aber die stehen zumindest alle im Schatten von Beuys und auch Johannes Stüttgen und dieser Bewegung, auf jeden Fall. Also ich denke mal so, die Künstler, die so aus der Tradition oder aus der Generation von Beuys kommen, da gibt es viele Revoluzzer oder viele, die auch politisch gearbeitet haben, aber das Politische ist immer weiter runtergegangen. Was es natürlich noch gibt, ist feministische Kunst, aber jetzt denke ich ja auch, oh, gendern, um Gottes Willen. Ich habe immer gegendert mit dem Punkt noch. Und als es dann so irre wurde jetzt mit dem Doppelpunkt und mit diesem Kieksen, habe ich mir gesagt, nee, das mache ich einfach nicht mehr mit. Das ist total irre. Geht mir ganz genau. Das mache ich nicht mehr mit und eigentlich bin ich... habe ich eine starke feministische Tradition. Ich habe viel publiziert und vorgetragen zu dem Thema. Aber dieses Kieksen, und wenn das eine Auflage ist, dass ich Vorträge halten kann, dann halte ich die nicht mehr. Ganz einfach. Naja, das Problem ist ja, aber das wollen wir heute natürlich nicht besprechen, das Problem ist ja, dass der Feminismus sich ja nicht mehr um Frauen kümmert, sondern hauptsächlich um Männer, die sich als Frau fühlen. Und da würde ich sagen, das ist das Problem. Und deshalb... aber das lassen wir heute mal außen vor, da kann man eine ganze Sendung drüber machen. Ja. Wir machen eine kurze Musik und dann reden wir weiter. So Leute, da sind wir wieder mit Dr. Carola Meusers und sie ist Kunsthistorikerin. Wir reden heute hier über die Freiheit der Kunst und über das, was ihr widerfahren ist. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Aber erstmal was zur Musik. Ja, das ist Buffalo Springfield. Neil Young hat dort seine Karriere begonnen unter anderem. Und dieser Song wurde eingespielt zur Zeit der Vietnam-Demonstrationen. Und da geht es halt darum, man geht auf die Straße, es sind ganz viele Leute da, man ist irritiert, man weiß nicht genau, was los ist. Und da steht ein Mann mit einem Gewehr und sagt, du kannst hier nicht weiter stehen, geh weiter. Also der Song hat mich sehr berührt, ich habe den viel gehört, auch in der Corona-Zeit, weil ich war ja auch dort viel auf der Straße, einfach um für die Grundrechte auch zu kämpfen und eben für Kunst und Kultur. Mein Schwerpunkt war eben immer oder ist immer Kunst und Kultur. Den Song habe ich sehr oft gehört in der Zeit. Okay. Der drückt das so aus, ne? Auch dieses Gefühl, was man damals hatte auf der Straße. Man wusste ja auch nicht genau, was da los ist. Okay, gut. Passt ja dann gut heute zur Sendung. Das hast du dir wahrscheinlich auch ausgesucht, ne? Okay, wir haben vorhin drüber geredet, dass es Unstimmigkeiten gab beim Künstlerinnenverein und du da sozusagen vor die Tür gesetzt wurdest. Ich sage das jetzt mal so. Jetzt kann man so sagen, okay, aber du hast dich auch, ich sage das jetzt mal provokant, du hast dich jetzt auch kampflos vertreiben lassen, weil du sagst ja, du warst vorher im Vorstand und bist es jetzt nicht mehr. Also das heißt, man überlässt den Leuten, die nicht bereit sind, Kunstfreiheit zu gewähren, den überlässt man dann jetzt das Feld oder habe ich das falsch verstanden? Ja, natürlich hast du das falsch verstanden, okay. Weil ich bin ja eine Kämpferin und es ist dahin gekommen, dass der Verein mich auch unter fadenscheinigen Gründen ausgeschlossen hat und da ist mir wirklich die Hutschnur geplatzt und dann habe ich mir einen Anwalt genommen. Ich bin jetzt auch in einem rechtlichen Vorgang mit diesem Anwalt und wir leiern da was an. Ich habe auch hohe Anwaltskosten und habe eine Spendenaktion auf Better Place aktiviert. Okay, die können wir unter den Film stellen, ne? Irgendwie ja, das wäre toll. Vielleicht Klaus schicken, euch, alles ja. Genau. Und dann stellen wir es unter den Film. Das wäre wunderbar. Da brauche ich jede Art von Unterstützung, weil ich finanziere das alles selber. Und das sind einfach hohe Kosten, wenn man das wirklich professionell machen will und mit einem professionellen Anwalt. Und ich mache es nicht für mich, das will ich sagen, oder nur so ein bisschen für mich. Ich mache es für die Freiheit der Kunst und auch für diejenigen, die ähnlich denken wie ich. Also, dass wir uns die Idee und die künstlerische Idee für die Lebensessenz, und das ist die Vulva für mich, das ist das Zentrum des Lebens, dass wir uns das nicht wegnehmen lassen durch
irgendwelche komischen, absurden Aktionen und Handlungen. Also ich begreife es bis heute nicht, aber da werden wir ja auch noch weiter drüber sprechen. Was ist denn jetzt Ziel dieses Rechtsstreits, dass du wieder in den Vorstand gehst oder worum geht's da? Also im Detail darf ich das natürlich nicht sagen, weil es ein laufendes Verfahren ist. Okay. Es geht da um 10 Punkte, die wir ausformulieren und dann geht es auch wirklich leider, tut mir wirklich leid, ich muss mich dann auch entschuldigen, bei den Mitgliedern in dem Verein, die auf meiner Seite sind, da gibt es auch einige, die haben mir auch geschrieben, dass sie es unmöglich finden. Leider geht es dann eben auch gegen diesen Verein, was mir sehr leid tut, aber es geht nicht anders. Okay, also du klagst sozusagen dann auch gegen den Verein. Und aber wenn du sagst, du kannst da nicht drüber reden, ja, dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Ich würde jetzt nochmal aufs Allgemeine kommen und da hast du gesagt, okay, die Kunst ist heutzutage nicht mehr unbedingt sehr, also ist sehr angepasst, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich sage jetzt mal, ich bin jetzt natürlich im Bereich Kunst nicht so gebildet wie du, aber wenn ich mich recht erinnere, war ja zum Beispiel Malerei viele, viele hundert Jahre lang deshalb oder ist deshalb getätigt worden, weil es keine Fotoapparate gab. Also das heißt, Kunst war ja eigentlich früher sowieso Auftragskunst und damit ja auch irgendwie nicht irgendwie frech oder aufmüpfig, sondern der Fürst hat gesagt, hier, meine Familie soll gemalt werden, mach das bitte. Und dann hattest du das, nicht du, aber dann hatten die Künstler das irgendwie, hatten die das durchzuführen und da nicht irgendwelche Spirenzchen einzuarbeiten. Also das ist ja eigentlich der Ursprung der Kunst, oder stimmt das nicht? Also erstmal, die Kunst ist nicht nur angepasst, die Kunst ist kaputt. Die liegt am Boden, dann klebt man halt noch irgendwelche Fahnen da drauf, weil man denkt, damit kriegt man dann eine Berechtigung und kriegt Publikumsaufmerksamkeit. Ich bin wirklich polemisch geworden, weil ich das so vielfach beobachtet habe. Das ist das Erste, ne? Bis auf Ausnahmen, die auch zu fördern sind. Das Zweite ist, nein, die Kunst hat ihren Ursprung in der Höhlenmalerei. Ja, genau. Ne? Okay. Und in der Höhlenmalerei haben dann die Maler Tiere abgebildet und Bräuche und landwirtschaftliche Techniken und so weiter und so weiter. Also die Malerei war immer etwas sehr eng mit dem Menschen und dem Leben Verbundenes, zum Lernen, zum Erfreuen, zum Ergötzen, zum Bewundern, zum Beten vielleicht auch. Also das ist der Ursprung, ne? Das ist die Freiheit und deswegen verteidige ich das. Ich hätte gerne auch noch einen kleinen Schluck, vielen Dank. Ja, danke. Und die Auftragskunst ist die sich dann daraus herausgeschält hat, die hat sehr früh begonnen. Also die Kirchenführer und die Könige haben sehr schnell begriffen, das ist ein super Instrument und da gebe ich dir recht, das hat die Funktion von Kino, von Foto, von Büchern, also es ist eine ganze breite Palette. Und nur ein Beispiel, die Könige hatten ihre Galerien und in den Galerien hatten sie die ersten Gemälde, unter anderem auch sehr viel Erotisches, was man jetzt beispielsweise in München und Dresden in den großen Gemäldegalerien sehen kann. Das sind ja diese Sammlungen von diesen Fürsten. Und dann hat man die Gäste, die berühmten oder wertvollen und wichtigen Gäste, hat man da durchgeführt und hat dann gesagt, guck mal, hier ist der Krieg so und so, den habe ich gewonnen. Und guck mal, hier ist ein Porträt von meiner Frau und komm, ich zeige dir jetzt mal was ganz Tolles. Und dann ging es auch zu der erotischen Kunst, die da auf jeden Fall hing. Und in höchster Qualität und toller Maltechnik und wirklich wunderbar einfach. Und man hat auch dann diesen Fürsten das geneidet, ne? Und wollte oder hat dann gedacht, oh, das möchte ich aber auch haben. Hast du die Adresse von dem Künstler, so in der Art. Und so sind die Künstler dann berühmt geworden. Okay, aber es war, wie gesagt, jetzt mal abgesehen von Erotik, das war ja dann doch irgendwie auch schon, also es ging in Ordnung, wenn das ein reicher Mann war, der das seinen Gästen gezeigt hat. Aber es war eben zu der Zeit nicht so, dass die Maler revolutioniert haben somit durch ihre Gemälde, sondern die haben brav auf die Aufträge gewartet. Habe ich das so richtig verstanden? Nein, sie haben nicht immer nur brav auf ihre Aufträge gewartet. Also ich zeige mal hier.
ein ganz kleines Motiv ist eine Radierung von Rembrandt. Das ist ein winzig kleines Blatt, was er in hoher Auflage gemacht hat, die pissende Frau. Und da kann man alles sehen. Und das hat er in hoher Auflage gedruckt, das ist eine Radierung. Und die hat er dann auch ordentlich unterm Ladentisch verkauft. Also diese Freiheit war immer da. Und ich finde, das ist ein wunderbares Blatt. Das ist im Kupferstichkabinett von Hamburg. Es zeigt ja alles. Wir sehen die Vulva. Und wer genau hinguckt, sieht auch, dass die Dame auch ein großes Geschäft macht. Die macht nicht nur Pipi, sondern auch ein großes Geschäft. Also vollkommen irre. Und das ist große Kunst. Also, ne? Also im Grunde ja für die Zeit unverschämt oder unerhört, so ein Bild. Kann man so sagen, ne? Für diese damalige Zeit? Ich glaube nicht, dass das unverschämt war, sondern dass man wusste, dass es sowas gab. Dann hat sich das rumgesprochen. Oh du, da gibt es doch dieses und jenes, musst du mal hingehen und das kostet so und so viel. Zum Teil wurden ja auch Arbeiten, ich weiß nicht, ob solche Arbeiten, aber auch Arbeiten auf den Märkten verkauft. Okay. Ne? Also es war mehr oder weniger Bückware, aber man wusste es. Okay. Und ich möchte noch was zeigen. Ja, das ist sehr bekannt. Ne? Das ist ja sehr bekannt. Der Ursprung des Lebens von Gustave Courbet 1866. Das gilt eigentlich als das erste Vulva-Bild, was totaler Quatsch ist. Wie soll ich es halten? Ist gut so? Es blendet. Sag mir mal. Oh ja. So ist besser? Hoch. So? Ja. Bisschen weiter runter. Ja. Und das ist sehr wahrscheinlich die bekannte Malerin und Modell zu der Zeit, Johanna Heffermann, die vielen Künstlern der Zeit Modell gestanden hat, die auch selber künstlerisch gearbeitet hat und die lesbisch war. Und die hat sich in vielen solcher Szenen malen lassen und das ist das Bekannteste. Also es ist sehr wahrscheinlich diese Dame. Sie hat ja keinen Kopf, also ganz genau wissen wir es nicht. Also es war ja damals, war das skandalös damals oder wie ging das durch? Also das war ein Auftragswerk und zwar in Auftrag gegeben von einem arabischen Diplomaten. Der hat das gleich eingesackt, in seine Privatgemächer gepackt und hat dann natürlich auch seinen Gästen das gezeigt. Könnte ich mir vorstellen. Also darum ging es bei solchen Bildern, dass man das so privat hatte und dass man seine Gäste da durchgeführt hat. Also es waren Statussymbole, solche Bilder. Ist es? Auf jeden Fall. Mhm. Und auch solche Bilder. Also gut, wenn man sowas heutzutage, das ist ja eigentlich Porno, wenn man es fotografiert, ne? Das ist Pornografie. Aber damals war es eben noch keine Pornografie. Es gab auch keine Gesetze, ne? Die das irgendwie geregelt haben. So, okay. Also es hat dann einfach die Kirche reguliert, aber auch mit so einer Doppelmoral und jeder, der konnte, hat entweder so eine Abbildung besessen. Getrieben haben sie es ja sowieso alle. Okay, gut. Also das bringt mich dann zu der Frage, also wir hatten damals keine Kameras, das haben wir ja schon besprochen, das bringt mich zu der Frage, warum heute überhaupt noch Künstlerinnen und Künstler? Wir haben ja wirklich alles, was man sich vorstellen kann und ich sag mal, was man auch eigentlich gar nicht sehen will, haben wir heute im Internet oder fotografiert oder wie auch immer und teilweise auch im Fernsehen. Was würdest du denn sagen, wofür brauchst du überhaupt noch Künstler, wenn du sagst, die sind sowieso angepasst? Wozu dann das Ganze noch? Ja, dann möchte ich gleich, kann man das sehen oder spiegelt das? Möchte ich gleich auch ein Plakat hochhalten, mit dem wir auch auf der Mahnwache immer herumgelaufen sind. Und das ist auch eine Aussage von Joseph Beuys. Kunst ist Arbeit, genau wie alle anderen Arbeiten auch. Und Künstler und Künstlerinnen haben genau die Berechtigung zu arbeiten, wie alle anderen auch. Nur sie sollten es möglichst gut machen und professionell und auch im Eigenauftrag und nicht in irgendeinem Auftrag von irgendwelchen Zensureinrichtungen oder von irgendwelchen Parteien, von denen sie gar nichts haben. Also die Berechtigung sollte unbedingt da sein, beziehungsweise sie ist ja auch da. Sie ist festgeschrieben im Grundgesetz. Siehst du die auch noch? Im Moment, du bist ja, du hast ja am Anfang gesagt, die sind bescheuert. Ich gebe das jetzt mal so wieder. Und also siehst du das auch noch irgendwie oder sagst du, wenn die Leute sowieso irgendwie nur angepasste Sachen machen oder machen wollen oder nicht machen wollen, dann brauchen wir das nicht mehr, dann können wir uns irgendwie andere Betätigungsfelder suchen oder bist du da noch guten Mutes?
Ich bin nicht guten Mutes, aber ich glaube an das. Ich lese es mal vor, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Hm? Okay. Das ist Grundgesetz Artikel 5, Absatz 3. Und die Kunst und die Freiheit der Kunst und dass wir Kunst ausüben können, ist im Grundgesetz festgeschrieben. Auch die Kunst als Arbeit und als Tätigkeit ist im Artikel 12 Freiheit oder die freie Berufswahl ist dort festgehalten. Also im Grundgesetz ist die Kunst vorhanden, genau wie alles andere auch. Und ich finde auch, dass Kunst so wie ein Nahrungsmittel ist. Okay, also für dich, aber ja, gut, lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Also weil, wie gesagt, ich bin jetzt so, wir reden jetzt darüber, ich bin jetzt so an den Punkt gekommen, okay, wenn die Leute sowieso nur noch das machen, was gefällig ist, dann können wir wieder zur Auftragskunst zurückkommen und dann, aber die heute ja nicht laufen würde, weil warum soll man sich malen lassen, wenn man sich fotografieren lassen kann? Also es wäre vielleicht für irgendwelche reichen Leute noch so ein lustiges Ding, dass sie sich dann irgendwie porträtieren lassen von einem Künstler, das machen ja auch viele, denkt man an unsere Bundeskanzler und so weiter und so fort, aber wo ich denke, okay, dann erklären wir die Kunst wieder zum Handwerk, das auf Auftrag funktioniert. Oder andersrum, was wäre denn für dich irgendwie ideal heutzutage, so im Zeitalter von Internet, Fernsehen und Fotografie, was wäre für dich so die ideale Kunst? Ja, ich finde das mit der Auftragskunst gar nicht so schlecht, aber es sollten viel, viel mehr Auftraggeber geben, also dass man sich wieder bemüßigt fühlt, Künstler jeglicher Art zu beauftragen, also auch Literaten, denen Auftrag zu geben, einen tollen Roman zu schreiben, Honorare oder auch Aufenthalte der Künstler zu spendieren, also Geld ist genug da und diejenigen, die eben die Taschen voll haben, sollten sich das mal überlegen und das machen, dabei eben aber auch im Rahmen des Grundgesetzes, weil diese Leute, die so viel Geld haben, sind ja im Prinzip auch unserem Grundgesetz untergeordnet. Also sie sollten halt vorher das Grundgesetz nochmal durchlesen, welche Freiheiten sie auch dem Künstler zugestehen sollten. Und das betrifft dann alle Künste, also auch Musik, dass man so wie früher auch, die Bürger haben ja auch in München, wie gesagt, ich war ja gerade in München, diese Stadt ist voll mit Kunst am Bau und also eine zauberhafte Stadt, obwohl die Leute Kotzbrocken sind, finde ich noch schlimmer als in Berlin mittlerweile. Aber ich bin ein bisschen polemisch, muss man mir verzeihen. Ich meine es trotzdem gut, ich habe ein gutes Herz. Aber das sind alles Aufträge, die Künstler erfüllt haben und die nicht nur von Herrschern ausgingen, sondern eben auch von den Bürgern, von den reichen Bürgern. Und das sollte mal ordentlich jetzt so weitergehen oder jetzt wieder sich entwickeln. Also dass man gar nicht mehr auf die öffentliche Förderung setzt, sondern dass man als Privatmensch im Rahmen der Freiheit die Künstler unterstützt, sonst sind die weg. Ja gut, aber da komme ich zum Beispiel, wir sind ja ursprünglich eine BGE-Sendung gewesen, also bedingungsloses Grundeinkommen. Ich habe deinen Einwand gerade verstanden, dass du gesagt hast, im Zeitalter von digitalem Zentralbankgeld ist das Grundeinkommen gefährlich. Ich kann mal ganz schnell erklären, warum. Also ich gehe davon aus, dass wir da einer Meinung sind, weil man eben bei digitalem Zentralbankgeld denjenigen, der sein Grundeinkommen völlig kontrollieren kann. Also wenn man den Leuten das Grundeinkommen auf eine Handy-App gibt, dann sagen wir mal die Zentralbank als digitales Geld, dann kann man denjenigen vollkommen kontrollieren, kann sehen, wofür Geld, und man kann ihn auch, wenn er sich nicht so verhält, da sind wir wieder beim Thema, wie es gewünscht ist, kann man ihm das Geld auch sperren. Also das ist ja, das sagen viele im Moment, dass das irgendwie so die Zukunft sein wird. Der Kapitalismus ist am Ende, also geht man dazu über, den Leuten ein Grundeinkommen zu geben in Form von digitalem Zentralbankgeld. Ob das jetzt so kommt oder nicht, ob diese Mahner, die da im Moment vorwarnen, ob die recht haben oder nicht, werden wir sehen. Aber ich will das nur mal eben so erklären. Das ist das, warum auch viele Leute aus der Grundeinkommensszene sehr skeptisch geworden sind. Ich übrigens auch. Also ich möchte auch kein Grundeinkommen in Form eines digitalen Zentralbankgeldes. Also ich bin da auch überhaupt nicht für.
Wobei man sagen muss, dass Leute, die jetzt schon zum Beispiel auf Sozialleistungen angewiesen sind, auf Hartz IV oder so, die werden auch kontrolliert. Also für die ändert sich nichts. Für die ändert sich nichts, nur die Idee hinter diesem digitalen Zentralbankgeld als Grundeinkommen ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, dass das alle kriegen sollen, dass man eben alle Bürger weltweit kontrollieren kann und denen und die sozusagen denen bei unpässlichem Verhalten das Geld abschneiden kann. Also das ist ja die Idee dahinter und das macht ein Grundeinkommen natürlich nicht mehr bedingungslos. Das ist natürlich fürchterlich. Aber wenn wir das mal irgendwie zur Seite lassen, oder vielleicht kann man es im Moment nicht zur Seite lassen, aber man weiß natürlich nicht, ob es wirklich so kommt, wie die Mahner sagen. Aber wenn wir das mal zur Seite lassen, man muss ja sagen, dass gerade Künstlerinnen ja schon immer irgendwie weniger verdient haben. Das ist ja tatsächlich so. Weniger Ausstellungsmöglichkeiten haben, das bräuchte ich dir wahrscheinlich nicht zu erzählen. Du bist da ja in dem Bereich. Aber das weiß sogar ich. Also immer schlechtere Chancen hatten. Kann es vielleicht sein, also du kannst mir das gerne, kannst mir da gerne widersprechen, dass Frauen von daher einfach angepasster sind, weil sie einfach sagen, okay, wir haben sowieso schlechtere Karten und Männer können sich einfach mehr erlauben, weil, also ich gehe mal davon aus, dass viele Frauen auch die im Kunstbereich arbeiten, von Hartz IV oder Ähnlichem abhängig sind und ja, einfach weil es eben heutzutage noch so ist, dass du als Frau in der Kunstszene eben nicht die Gelder verdienen kannst, die teilweise Männer verdienen können. Also mir fiele jetzt keine Frau ein, die, ich meine, ich gehe auch zur Ausstellung oder so, aber wer da gehypt wird, sind natürlich größtenteils die Männer. Also mir fällt da Cornelia Schleimer ein, so dass als bekannte Frau, das ist aber diejenige, die mir da ad hoc sofort einfällt und dann hört es auch schon auf. Also es gibt noch sehr, sehr viel mehr Leuchttürme auch unter den Frauen. Und ich möchte widersprechen, dass man das nicht kann. Frau will das irgendwie nicht. Also ich habe das Gefühl, dass sie den Sprung in diese Vollblut-Künstlertum, wozu eben auch der zivile Ungehorsam gehört und auch der Schritt dahin zu sagen, okay, ich mache das jetzt, vielleicht gehe ich mal ein halbes Jahr Kisten stapeln bei Aldi, habe dann aber irgendwie Geld zusammen und praktiziere dann mein Künstlertum, aber volle Pulle. Oder aber ich habe irgendeinen Job, den ich parallel dazu machen kann, da habe ich auch überhaupt nichts gegen. Da habe ich meine Künstler sogar dahingehend unterstützt, wenn es anders gar nicht geht, dass sie im Nebenjob irgendwas machen, womit sie sich finanzieren können, dass sie aber so viel Zeit, dass sie ein gutes Zeitmanagement haben, so viel Zeit, dass sie sich weiter entfalten können und in der freien Zeit auch voll Blut unterwegs sind für ihre Kunst. Nur die Künstlerinnen und auch die Besagten, die in dem Verein sind, die haben oft irgendwelche kleinen Renten, irgendwelche kleinen Nebenjobs, die ihnen aber die Haare vom Kopf wegfressen. Und auch das Künstlertum sollte, das irgendwie mal existiert haben, auch wegfressen. Also wenn man meinst auch, dass es daher kommt, dass Frauen wirklich auch einfach in wirtschaftlicher Not sind und sich deshalb nicht so viel trauen. Also da sind wir uns einig, oder? Also da hinzu kommt ja auch noch, dass die Mutterschaft, also die Versorgung der Kinder, es ist zwar sehr viel besser geworden. Ich freue mich eigentlich auch, wenn man die Männer da im Straßenbild sieht, die jungen Männer, die sich kümmern. Aber im Prinzip bleibt es doch bei den Frauen hängen und die Corona-Krise hat da ordentlich das Rad zurückgedreht. Mhm. Die Frauen wurden nach Hause geschickt, der Männer war dann da irgendwie am Homeoffice, völlig fix und foxy und Mutti musste dann die Kinder da schaukeln. Also das Rad ist da wahnsinnig zurückgedreht worden und ich hatte da auch in diesem Künstlerinnenverein beobachtet, die Frauen sind nur noch gerannt. Die sind reingerannt in die Galerie, haben ihre Kunst abgeliefert, zu ihrem Job, zu ihren Kindern, ins Krankenhaus, sonst wie. Also furchtbar, das war auch in der Corona-Krise so. Das tat mir so leid. Deswegen, ich muss auch wirklich sagen, dass ich gegen diesen Verein oder auch solche Künstlerinnenvereine überhaupt nichts habe. Ich finde das so unterstützenswert. Aber es war wirklich sehr, sehr tragisch, das zu sehen. Also die Entwicklungen sind ganz fürchterlich und die machen ja auch was im Kopf. Die nehmen dir die Freiheit zu denken und du sitzt dann nachher völlig erschöpft in deinem Atelier oder vor deinem Schreibtisch, vor deinem Computer, willst was schreiben oder irgendwas komponieren und da ist nichts mehr im Kopf.
Also, aber jetzt mal ab von Corona, also das war natürlich eine Extremsituation, aber eben auch schon vorher, was jetzt meine Frage war, meinst du, dass Frauen irgendwie dann eher so zur Angepasstheit neigen, weil sie wissen, sie haben es sowieso schwieriger und wenn sie angepasst sind, dann haben sie vielleicht noch die Chance, irgendwie Gelder zu bekommen oder zu überleben. Meinst du, das spielt da mit rein? Also ich denke, das ist so eine Entwicklung, dass man eben als Frau durchstartet. Deswegen fand ich die Solo-Sunny auch so toll. Das ist ja eine junge Frau, die lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Die ist so ganz frech und so ortsberlinerisch, also ganz süß auch und sexy. Und die hatte mir damals eben auch als Vorbild schon so gefallen. Und so starten ja auch viele Künstlerinnen. Und dann kommt diese ganze Litanei mit dem Geld und das Erkennen, dass man Förderanträge schreiben muss, die furchtbar sind. Also es ist wirklich ganz, du kennst das ja sehr wahrscheinlich auch als Literatin. Das sind einfach so Formate, die sind sowas von unkünstlerisch und unkreativ, wo man dann sein künstlerisches Projekt reinpressen muss. Das ist schon eine Verletzung dieser künstlerischen Arbeit. Schon dort ist es so. Es gibt Gott sei Dank Persönlichkeiten, die es können. Also da ist auch meine Unterstützung über die Agentur, mache ich das und helfe das dann da rein zu hämmern. Ne? So was nicht passt, wird passend gemacht. Nach dem Stil, so muss man es halt machen, um an die Gelder ranzukommen. Und gut, dann hat man eben ein paar Mal erlebt, man bekommt die Gelder nicht und die Frustration steigert sich und steigert sich und steigert sich. Und das ist auch dasjenige, was dann einfach so ermüdet. Man kann sich nur noch anpassen, man ist so müde und so. Und dann kommen die Kinder und der Mann und dann die Geldprobleme. Das häuft sich einfach. Das gibt es natürlich auch für Männer, will ich gar nicht sagen. Und gerade bei den jungen Männern, ich sehe das ja, die rutschen ja nach und nach alle in diese Rollen, die die Frauen eben früher hatten, so zu meiner Jugendzeit. Ist auch keine Frage, aber die Frustration häufelt sich und irgendwann geht es nicht mehr anders. Da läuft nichts mehr im Kopf ab und in der Kreativität auch nicht. Und dann quält man sich noch zu irgendwelchen Vereinsausstellungen und haut sich dann Wein hinter die Birne und geht dann halbwegs glücklich nach Hause, aber nicht, weil man Erfolg hat. Ne? Also meinst du, wie gesagt, wir lassen jetzt mal dieses digitale Zentralbankgeld, ich lasse das mal einen Moment außer Acht, weil wir eben nicht wissen, ob es tatsächlich kommt oder nicht. Wird ja so gemutmaßt. Aber meinst du, dass Frauen sich, wenn wir ein Grundeinkommen hätten, das eben bar ausgezahlt wird, das tatsächlich bedingungslos wäre, meinst du dann gerade im Kunstbereich, weil das ist schon öfter diskutiert worden, ich glaube sogar in Finnland oder in Finnland haben, glaube ich, haben sie Projekte ersonnen, wo sie gesagt haben, Künstler bekommen ein Grundeinkommen bei uns, dann sind sie eben freier in ihrem Arbeiten. Meinst du, dass dann solche Sachen, wie jetzt hier vorgefallen sind oder überhaupt so dieses Angepasstsein, meinst du, das würde irgendwie sich etwas bessern, wenn Frauen Künstlerinnen ein Grundeinkommen hätten. Wie gesagt, ohne digitales Zentralbankgeld, einfach ein Grundeinkommen als Bargeld ausgezahlt, über das man frei verfügen kann. Mhm. Ja, also erstmal schnell ein kleiner Tipp. Bitte, bitte immer bar bezahlen, weil wir, wenn wir schaffen, 25% Bargeld im Umlauf zu halten, dann wird das Bargeld auch ausgezahlt. Und da hoffe ich auch, dass das bedingungslose Grundeinkommen oder das Grundeinkommen dann eben auch bar ausgezahlt werden muss, weil es gibt ja noch irgendwelche Finanzgesetze. Erstmal das, also echt Karte weg und immer bar bezahlen. Und ich habe vor diesem Digitalmist habe ich auch das bedingungslose Grundeinkommen dringend unterstützt, also die Idee unterstützt. Und ich glaube das auch, also dass es eine große Erleichterung ist für die Künstler. In Finnland gab es da ein Pilotprojekt und das habe ich mir auch mal die Studie angeguckt und das war eigentlich sehr spannend, was die Künstler und Kreativen, also Männlein und Weiblein waren das, was die daraus gemacht haben. Und ja, wenn es Cash ist, ist es super und auch ganz toll für die Künstlerinnen. Da wird ganz, ganz, also in jeglichem Bereich, jetzt nicht nur bildende Kunst, sondern Literatur und alle künstlerischen Bereiche. Das wäre eine Wahnsinnserleichterung. Und ich bin sogar dafür, man glaubt es nicht, aber ich bin sogar dafür, dass man noch mal extra den Müttern was auszahlt. Die Mütter, die künstlerisch tätig sein wollen, in allen Bereichen.
Bereichen der Kunst, dass man die nochmal wirklich ordentlich unterstützt, dass die sich eine Putzfrau nehmen können, dass sie ihre Zeit finden, um ihre Kunst machen zu können, dass sie ihren Lebensstandard erhalten können, dass sie gesund bleiben, dass sie sich gut ernähren können, dass ihre Kinder gesund bleiben, dass sie eine Lebensglücklichkeit haben im Rahmen der Familie, damit sie überhaupt die Kunst machen können. Genau, das sind ja alles Punkte, die man beim guten Grundeinkommen, es gab ja auch schon vor diesem digitalen Zentralbankgeld, da gab es ja auch schon Grundeinkommensmodelle, wo man gesagt hat, das ist fürchterlich, weil da ist einfach so die Pflicht, irgendwie billig arbeiten zu gehen, das nutzen die Arbeitgeber aus, um den geringen Lohn zu zahlen, weil die sagen, okay, du hast dein Grundeinkommen, also brauchst von mir nur 5 Euro die Stunde und so. Ne? Also wir hatten schon fürchterliche Modelle vor diesem digitalen Zentralbankgeld, aber was du richtig sagst, und das sehe ich natürlich auch so, also gerade Mütter, die und wie gesagt, und das ist eben so immer meine Frage, ob Frauen, gerade Mütter, die eben auch noch, wo auch noch Kinder dranhängen, wenn ich sage, okay, ich habe mal kein Geld, dann kann ich irgendwie überbrücken, aber wenn ich weiß, ich kann meinen Kindern nichts zu essen kaufen, dann passe ich mich wahrscheinlich lieber an. Gehe ich mal von aus, dass jede Mutter so das im Hinterkopf hat, ne, und sagt, ich kann jetzt nicht irgendwie aufmüpfig sein, dann haben meine Kinder nichts zu essen, ne. Also da würde ich sagen, was du gerade gesagt hast, das finde ich hervorragend, dass man zumindest Müttern ein Grundeinkommen gibt. Ne? Ich würde das auch noch ergänzen. Ich würde auch, das habe ich ja auch beobachtet, die Armut von den Künstlerinnen im Alter, ja, oder das, die noch nicht mal die Grundrente bekommen. Also das ist da auch, dass der Rubel da rollen soll, über so eine Grundgeschichte oder irgendeine entsprechende Finanzierung, weil auch die Künstlerinnen im Alter sehr kraftvoll sein können, wenn man sie lässt und wenn sie auch wirklich diese gute Lebensgrundlage haben. Eine Frau, die so wirklich Kraft hat und in einem Karrieremodus drin ist, da kann man nochmal andere Mittel und Wege auch finden, um die zu unterstützen. Da gibt es ja auch tolle Powerfrauen. Also ich habe ein paar junge Frauen auch beobachtet, die jetzt so international unterwegs sind. Naja, schon ein bisschen mit angepasster Kunst, hat vielleicht auch so mit dem Geschmack zu tun, der sich verändert hat, will ich jetzt gar nicht sagen. Sehr politisch war es nicht oder sehr, hat mich nicht so berührt oder sowas. Aber die Frauen haben mich, die jungen Künstlerinnen haben mich beeindruckt, die sind Gott weiß wo unterwegs mit Galerien und Förderungen, aber es sind keine deutschen Künstlerinnen gewesen. Das waren Amerikanerinnen und Osteuropäerinnen und so. Das sind Powerfrauen. Aber das ist die Italienerin. Das ist dann wieder die übliche Frage: Sind wir in Deutschland noch angepasster als im Rest der Welt? Oder was würdest du da so erfahrungsgemäß sagen im Kunstbereich? Also so grundsätzlich so müssen wir das jetzt nicht erläutern. Aber ist es im Kunstbereich so? Sind deutsche Künstlerinnen und Künstler noch angepasster? Also ich war vor einigen Jahren in Korea und habe dort auch Männlein und Weiblein kennengelernt und getroffen, auch junge Leute. Und die haben überhaupt keine staatliche Förderung. Die müssen alles selber finanzieren. Die waren auch alle in Jobs drin. Aber die waren so kunstbesessen und so kunstbegeistert. Vielleicht ist es sogar ganz gut, wenn man halt sagt, nee, man macht nicht diese Förderung, nicht leben in einer Höhe von nicht leben und nicht sterben. Also wir sind ja hier so ein bisschen gepampert, aber nur ein bisschen. Sodass wir hier schön die Klappe halten, wir kriegen das Geld. Also diejenigen, die es bekommen, diese kleine Minderheit. Und wir sind dann so komisch gepampert mit Watte im Kopf. Und vielleicht sollte man das auch ändern, dass man einfach wieder in den Ehrgeiz hineinkommt und in die Begeisterung und dass man in anderen Bereichen fördert, wie wir das eben gerade gesagt haben, bestimmte Gruppen, dass die wirklich einen ordentlichen Zuschuss bekommen und die anderen einfach zacki, zacki, jetzt mach mal, ne? Gut, okay, wäre dann wahrscheinlich wieder die Diskussion, ob es gerecht ist oder nicht, aber also grundsätzlich gebe ich dir recht, also Mütter und gerade ältere Frauen, die ihr Leben lang gemacht und getan haben, die also bewiesen haben, sie sind wirklich kunstbegeistert und sie wollen das tun, dass man die dann irgendwie im Alter nicht völlig, was ja grundsätzlich so ist, gerade in Deutschland, dass Frauen, also Rentnerinnen, sowieso grundsätzlich im Stich gelassen werden hier. Mhm. Gut, okay, wir machen eine Musik und dann kommen wir nochmal zum Thema Förderung, würde ich sagen. So, da sind wir wieder zur letzten halben Stunde. Ich gehe davon aus, dass das Lied jeder kennt. Carola, kannst du trotzdem vielleicht nochmal schnell sagen, warum du es dir gewünscht hast? City am Fenster. Als ich es gehört habe, so mit 20, ich habe gedacht, das ist ja das Sehnsuchtslied. Das gibt es ja auch
auf Englisch. Ich glaube, das ist in die Charts gekommen in den USA. Und ja, kann man nicht viel zu sagen. Das ist ein Lied der Fantasie, der Sehnsucht, der Freiheit. Hat mich immer berührt. Das ist der schönste ostdeutsche Song, den ich kenne und liebe ihn bis heute. Okay. Ich finde, es gibt noch einen schöneren ostdeutschen Song, will ich nur mal schnell sagen. Das ist der Song über den Albatros. Und ich habe meine Jugend ja teilweise in London verbracht. Ja. Und interessant fand ich, dass sie das in Londoner Diskotheken, haben sie auch den Albatros gespielt. Hat natürlich kein Mensch verstanden, den Text, weil es war ja deutsch. Aber sie haben es in England gespielt, in London. Das fand ich dann auch irgendwie faszinierend. Gut, wir kommen jetzt mal zum letzten Punkt. Wir haben nur noch eine halbe Stunde. Und zwar hast du eingangs gesagt, du hättest eine Bürgerbewegung. Ja, vielleicht kannst du uns in der verbleibenden Zeit noch kurz erzählen, worum es da geht und was ihr macht. Ja, das habe ich auch mit dem Vorbild Josef Beuys gemacht, weil ich finde, der ist viel zu früh gestorben. Und ich habe oft darüber nachgedacht, was er eigentlich heute machen würde. Er würde auf jeden Fall in eine von den Parteien mitwirken, die die Basisdemokratie hochhalten. Vielleicht die Basis, obwohl ich weiß nicht, da wird er vielleicht auch wieder rausgehen oder die Partei, weiß man nicht. Einmal das, aber er würde auch eben gerade zu Kreativität und zivilem Ungehorsam und Widerstand, also nicht den Widerstand, den man jetzt mir vorhalten könnte, sondern wirklich der kreative den kreativen Widerstand und denjenigen, der erlaubt ist, also dass man sich ein Plakat einfach vor die Brust hängt und sich vor die Tür stellt oder vor irgendwelche Häuser, das ist erlaubt, das darf man machen, das habe ich zum Beispiel auch gemacht in der Corona-Zeit, damit habe ich auch begonnen mit Einzelaktionen, habe mich dann mit einem Plakat hier vorne hingestellt, ich fordere eine neutrale, freiheitliche Presse und habe mich dann vor das Grundgesetz von Dani Karawan am Jakob-Kaiser-Haus, das Abgeordnetehaus, hingestellt und da hat mich jemand fotografiert. Ich war da aber ganz alleine. Also so habe ich begonnen mit diesen Einzelaktionen. Da kann ich auch noch zu auffordern und da einfach mal den Schritt reinzumachen oder an sein Fahrrad ein Plakat zu machen. Das kostet ganz wenig oder gar nichts und ist auch schon eine Form des zivilen Widerstands oder zivilen Ungehorsams. Was aber auch hier in Berlin viele machen. Du siehst ja öfter mal Leute mit Fahrrädern und Parolen und ja. Mhm. Ja, das ist gut, sollte man aber verstärkt noch machen. Mhm, genau. Also damit habe ich begonnen und habe dann eben immer größere Sachen gemacht, bin dann über die Mahnwache gegangen, die ich 8 Monate lang gemacht habe, hatte dann irgendwann auch 20 Künstler auf meiner kleinen Bühne am Potsdamer Platz bei Wind und Wetter mit Mikro und Plakaten und so weiter. Dann habe ich das ruhen lassen und habe dann aber gedacht, nein, das muss irgendwie weitergehen. Also ich bin auch schon im Rahmen dieser Mahnwache auf den Josef Beuys gestoßen und habe mich da, also ich kenne den natürlich, weil ich auch vom Niederrhein komme und über die Kunstgeschichte, aber bin da eben nochmal, habe das für mich nochmal erwärmt, dieses Thema. Und bin dann auf seine Aussage gekommen, jeder Mensch ein Künstler. Habe jetzt auch rausbekommen, das ist... Darf ich dich unterbrechen? Ich dachte mal, das wäre von Andy Warhol, der Spruch, oder der ist von Beuys? Also der Spruch, den du meinst, ist, jeder Mensch ist 15 Minuten berühmt. Ach ja, oder genau, so, ne? Genau, ja, stimmt. Okay. Nein, also von Josef Beuys, aber dieser Spruch ist eigentlich auch gar nicht von ihm, habe ich jetzt rausbekommen, sondern ist entstanden bei einem Interview 1968 für den Kölner Stadtanzeiger von einem Journalisten, der Beuys im Laufe dieses Gesprächs diesen Satz mehr oder weniger in den Mund gelegt hat, weil dieser Journalist bemerkt hat, während er mit Beuys gesprochen hat, dass er ja auch ein Künstler ist. Also es war ein toller Prozess und genauso soll es sein. Und Beuys meint mit jeder Mensch ein Künstler nicht, dass man Maler oder Bildhauer werden soll, sondern dass man genauso kreativ arbeiten soll. Also in seinem Kopf immer wieder die Freiheit suchen soll und Kreativität und sich ablösen von diesen ganzen Verpflichtungen und von diesen einschränkenden Dingen, die wir einfach haben. Wir haben sie. Ganz klar, die habe ich auch, aber dass man Techniken entwickelt, um sich daraus immer wieder zu lösen, sich zu befreien, also den Kopf frei
zu bekommen, wie am Fenster. Ne? Das ist für mich auch so ein Song, den Kopf frei zu bekommen. Und dann habe ich eben die Idee gehabt, weil auch die Bürgerbewegung, die 2020 hier sehr stark auch aufkam mit den großen Demos. Ich war auch auf allen Demos, das gebe ich jetzt auch zu, da bin ich ja auch stark angegriffen worden, habe eine Zeit lang gedacht, darf ich das überhaupt sagen? Ja, ich war am 1. August und am 28. August 2020 hier auf den Demos und habe da auch hier mitskandiert und bin da sehr stolz drauf, das gemacht zu haben. Aber diese Bewegung ist schon stark zurückgegangen und es wird ja auch überlegt, wie gehen wir weiter, was machen wir. Und ich glaube, dass die Parteien überhaupt keine Rettung sind, sondern dass wir Bürger einfach in kleinen, großen Formationen mit kleinem und großem zivilen Ungehorsam und mit kreativen Widerstand tagtäglich, dass wir in eine Bewegung kommen sollen. Und damit wir uns ein bisschen bündeln können, habe ich einen Telegram-Kanal gegründet, Jeder Mensch ein Künstler. Da habe ich auch hier die, wer auf Telegram ist, kann man das lesen. Habe hier die Telegram-Adresse. Da kann man sich einfach einklinken und kann über Kommentarfelder seine eigenen Ankündigungen, Kommentare abliefern oder mir privat die Ankündigungen schicken. Das wird dann in den Hauptkanal gestellt. Und es soll dazu dienen, die Leute einfach zu bündeln, zusammenzubringen, dass man sich da vernetzt, sich kennenlernt und halt in die Aktion zu kommen. Der Kanal sieht auch so aus, dass ich halt täglich, und ich habe jetzt Gott sei Dank auch ein paar Mitstreiter, immer wieder Motivationsartikel dort bringe und verlinke und also immer wieder Inhalte bringe, die uns in die Proaktivität bringen. Auch was zum Lachen oder tolle Musik, tolle Interviews, tolle Reden. Also alles wirklich gut ausgesucht. Finde ich, es auch wirklich sehr, sehr viel Arbeit, das zu machen. Und ich fordere halt die aktiven Bürger, alle hier in Deutschland, herzlich auf, diesem Kanal beizutreten. Darf ich noch mal fragen? Du hast gerade gesagt, auf die Parteien können wir uns nicht mehr verlassen. Also ich will jetzt hier, weiß nicht, kannst du das sagen, wenn du darüber nichts sagen willst, aber du bist ja trotzdem in der Partei die Basis, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber also du glaubst doch noch an die Parteien, oder? Naja, also ich habe sogar auch für den Bundestag 2021 kandidiert in Kreuzberg, habe da sogar ein ganz gutes Ergebnis hingelegt, weil ich dann jetzt nicht so ganz unbekannt bin und mich offenbar auch Leute gewählt haben, die sonst nicht die Basis wählen. Habe den ganzen Wahlkampf da auch mal mitgemacht. Das war auch sehr interessant, weil man da mitbekommen hat, wie das geht, diese ganzen Formalitäten. Aber diese Formalitäten erdrücken uns. Und ich sehe das auch bei meinen Mitstreitern, den Mitgliedern in der Basis, die da auch hoch hinaus wollen. Jetzt geht es ja um die Europawahl, was das eben auch mit den Leuten macht. Mein Herz schlägt weiterhin für die Basis. Ich werde auch erstmal nicht austreten. Dieser Kanal ist auch in Freundschaft mit der Basis gedacht und so angelegt, dass wir auch die Basis unterstützen, vielleicht auch noch andere Parteien, wenn die lieb zu uns sind. Und dass wir da für die auch Aktionen machen können, wenn da Bedarf ist. Aber da muss ich mal was hören. Ne? Ansonsten denke ich, die Proaktivität findet jeden Tag statt. Mhm. Und nicht nur über eine Partei, wo man dann, was weiß ich, einmal im Monat hingeht, was ja schon relativ viel ist, aber nur einmal im Monat irgendwo hingeht, in der Kneipe und sein Bier trinkt und sagt alles scheiße und wir müssen noch und es passiert nichts. Nein, die Proaktivität ist zum Beispiel auch auf der Arbeit, mal Nein zu sagen oder etwas anders zu machen. Etwas, was irritiert oder durcheinander macht oder wo man aber vielleicht auch was Tolles erreichen kann auf dem Arbeitsplatz. Also es muss ja nicht immer nur destruktiv sein, sondern einfach, dass man neue Elemente damit reinbringt. Und was ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, jetzt mit meinem ganzen, also ich habe ja hier diese Rechtssache an der Backe und bin sehr diffamiert worden und angegriffen worden, das macht schon irgendwie stark und es macht auch viele, oder es macht neue Freunde. So. Also ich habe einen ganzen Schwung an Freunden verloren, was ich sehr traurig finde. Aber ich habe wirklich einen Schwung an definitiv rechtschaffenen, liebevollen Freunden gefunden. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und das macht auch der Mut. Also dass man mit dem Mut nach vorne tritt und proaktiv ist. Man begegnet dann auch proaktiven Menschen.
Wie siehst du die Zukunft der Parteien, also jetzt nicht nur der Basis, sondern überhaupt, also ich spreche jetzt natürlich nicht von Parteien wie CDU oder SPD, ich meine, da ist ja sowieso, soll man sagen, Götzendämmerung. Aber wie siehst du die Zukunft der kleinen Parteien? Meinst du, das wird noch was? Oder sagen die Leute wie du, weil ich höre es ja ganz oft überall im Moment, dass die Leute sagen, wir wollen das alles gar nicht mehr, wir wollen uns zusammentun und wollen wirklich direkte Demokratie haben, wir wollen abstimmen, wir wollen in kleinen Gruppen Sachen erarbeiten. Also wie siehst du da die Zukunft? Also meine Idee ist ja, diese Bewegung mit den Parteien auch zu verbinden, weil die Parteien diese Proaktivität überhaupt nicht bedienen können. Und diese Bürger. Aber wofür brauchen wir sie dann? Vielleicht dann doch nochmal in diesen Strukturen etwas zu bewirken, was eine Bürgerbewegung noch nicht kann, weil die Bürgerräte, die ich sehr gut finden würde, aber das braucht noch eine Weile, bis man die einrichtet. Also dass man dann eben die guten Parteien, basisdemokratischen Parteien unterstützt. Die müssen sich aber dann eben auch melden und sagen, hier, wir brauchen eine tolle Aktion. Beispiel die Grünen zur Gründung haben mit der Petra Kelly und mit Josef Beuys und ich glaube auch der Ernst Bloch, wenn mich nicht alles täuscht, die haben künstlerische Aktionen gemacht. Die haben aus alten Wahlkampf Papieren von CDU, CSU eine Pershing gebaut und sind damit in den Bundestag gegangen. Ist ja nicht mehr viel übrig geblieben. Ist ja nicht mehr viel übrig geblieben, ne? Was die Kriegskritik angeht. Aber gut, das nur zwischendurch. Ja, vielleicht noch was zu Petra Kelly, die ich auch sehr bewundere, wo ich sehr, sehr traurig bin über ihren frühen Tod, also die komische Selbstmordgeschichte. Petra Kelly hat auch diesen zivilen Ungehorsam gehabt, indem sie beispielsweise ihre Kleidung so gestaltet hat. Also sie hat, das konnte man sich ja noch gar nicht drucken, sie hat dann ihre T-Shirts mit Schwerter zu Flugscharen dekoriert, hat sie einfach eine alte Fahne genommen und draufgenäht oder draufnähen lassen. Sie hatte ja auch eine Oma, die, mit der sie sich sehr gut verstanden hat und möglicherweise hat Oma ihr das alles genäht. Oder so ein Käppi oder ein Helm, ein Soldatenhelm, den sie dann mit Blumen geschmückt hat. Also sowas, man kann in winzigen, auch in so kleinen Aktionen, das ist alles ziviler Ungehorsam und Widerstand, den man tagtäglich betreiben kann. Und meinst du, das wird irgendwie wieder, man hat ja, und du hast es ja vorhin auch schon aus dem Kunstbetrieb gesagt, du hast das Gefühl, die Leute sind so bequem und müde geworden. Meinst du, sie wachen wieder auf langsam, aber sicher? Also Juliane, solange wir so eine Veranstaltung wie hier machen können und wir beide reden und uns kennengelernt haben, solange dürfen wir die Hoffnung nicht aufgeben. Okay. Das ist sozusagen ein schönes Schlusswort. Wir machen Musik, aber wir machen trotzdem noch mal kurz einen Schlusssatz gleich nach der Musik. Kannst du vielleicht noch mal irgendwie so als Schlusssatz so aussichten und zusammenfassend? So Leute, das Stück kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Trotzdem sagt Carola noch mal ganz schnell was dazu. Ja, Nina Simone, Feeling Good, oder I Feel Good, aus der Bürgerrechtsbewegung in Amerika. Sie war da sehr aktiv. Übrigens war sie Opernsängerin oder Klaviervirtuose, also irgendwas. Sie kommt aus dem klassischen Bereich und ist dann in diesen revolutionären Soul und Rhythm and Soul Bereich gegangen. Und die bewundere ich sehr, weil sie unter ganz anderen Bedingungen nochmal zur großen Künstlerin geworden ist und ihre Stimme verliehen hat. Und dieser Song, ja, der beschreibt ja einfach, was sie so sieht und diese befreienden Bilder und dass sie sich gut findet und sie fühlt sich neu und sie sieht das Morgen, die Morgenröte, also sehr positiv und sehr kraftvoll das Ganze. Ja, wie gesagt, ich mag die auch sehr gerne. Gut, wir sind am Ende der Sendung. Vielleicht kannst du einfach noch mal irgendwie eine Aussicht auf die nächste Zeit geben. Also wir haben ja ein paar unerfreuliche Sachen gehört, dass du eine Klage laufen hast. Da wollen wir vielleicht auch gar nicht mehr drauf eingehen. Die läuft jetzt eben und Leute, wir stellen euch eine Spendenadresse unter den Film und wenn ihr Carola was spenden wollt für ihre Klage, dann könnt ihr das machen. Also dann könnt ihr euch da angucken, wie das funktioniert. Und ansonsten wollen wir aber jetzt noch mal eine positive Aussicht haben, was du jetzt in nächster Zeit vorhast. Also du hast ja deine Agentur und begleitest da Künstlerinnen und Künstler oder nur Künstlerinnen?
Schwerpunkt, aber nicht nur. Okay, gut. Und was so in nächster Zeit bei dir noch ansteht? Ja, interessanterweise hat die Corona-Krise meinen Kundenstamm verändert und ich bin dann doch stärker in die historische Kunst gegangen und arbeite jetzt mit einem wunderbaren Sammler ein ganz unbekanntes Oeuvre auf von einer Malerin der 60er, 70er, 80er Jahre, vergangenes Jahrhundert, völlig irre. Die war Zahnärztin, Senta Minzler heißt sie, sie war Zahnärztin und hat mit Ende 40 nochmal eine zweite Karriere gestartet als bildende Künstlerin und hat sich da sowas von ausgetobt, also war auch auf Reisen in Brasilien und Mexiko, hat da sehr wahrscheinlich auch ein paar kleine Experimente gemacht. Auf jeden Fall mit Hilfe dessen ist sie zu einer unglaublich farbensprühenden und mit irren Motiven gefüllten Malerei gekommen. Und wir bereiten dieses Werk auf. Es gibt demnächst eine Website, einen Katalog und hoffentlich auch eine Ausstellung. Und das hat mir aber auch Corona gebracht, weil dieser Sammler auch noch mal eine Aufgabe gesucht hat, eben nicht so weit reisen konnte, wie er es wollte. Und das ist was Positives. Dann über meine Agentur laufen auch einige Sachen. Und ich habe jetzt auch einen Verlag gegründet, weil ich ja ohnehin schreibe. Ich habe jetzt auch noch mal ein kleines Buch geschrieben, Meine Oma sagt. Das ist meiner Oma gewidmet aus dem Ruhrgebiet. Die lebt nicht mehr, aber ich habe sie fiktiv mich wieder besuchen lassen in Berlin und ich fahre mit Oma U-Bahn und wir gehen in die Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche und Oma sagt nur einfach, was ist denn hier eigentlich los? Also in 10 Kapiteln nimmt sie das auseinander, was ich nicht so wunderbar kommentieren könnte wie Oma. Und ich bin gar nicht auf die Verlagssuche gegangen, sondern habe meinen Verlag, ich habe einen Verlag gehabt, den habe ich wieder reaktiviert, nur ein bisschen abgespeckt und kleiner gemacht. Der Verlag Raffi Silberhorn, schöne Bücher im 21. Jahrhundert. Dort verlegen wir Kunst, Lyrik und gesellschaftskritische Schriften in kleiner und finanzierbarer Auflage. Sehr schön, sehr schön. Findet man alles auf deiner Website? Also bald, die ist in der Mache, aber okay. Ich denke mal, also ein bisschen was findet man über mich, über Bees and Butterflies, Bienen und Schmetterlinge nach Muhammad Ali. Er hat ja gesagt, dance like a butterfly, sting like a bee, your hands can hit what your eyes can see. Also tanze wie ein Schmetterling, steche wie eine Biene, deine Hände reichen dorthin, wohin du sehen kannst. Das heißt, wenn du nur so sehen kannst, reichen deine Hände bis hier. Wenn du weiter sehen kannst, reichen deine Hände viel, viel weiter und du kannst die Welt verändern. Sehr schön, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt den Film ab Dienstag wieder bei Klaus sehen. Ab Dienstag, Klaus, hallo? Und wen wir im November haben, das klären wir noch. Das werden wir euch noch über die sozialen Netzwerke wissen lassen in nächster Zeit. Wir sehen uns wieder am zweiten Sonntag im November. Bis dahin, Leute, lasst es euch gut gehen und tschüss.